Kraft deiner Sterne. Sie strahlen mir auch an fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne, als der Liebe zärtliches Los und so Sogar aus 3000 Metern Höhe kann man die Gräben und die Verteidigungsstellung um Tobruk gut ausmachen. Ich bin ja kein Infanterist, aber sogar ich sehe, dass das kein Kinderspiel werden wird. In der Luft haben wir es auch nicht leicht. Diese Hurricanes mögen ja lahme alte Kisten sein, aber wenn man sie unterschätzt, landet man ganz schnell auf dem Friedhof. Ich erinnere mich nur zu gut daran, wie ich weitwund über den Kanal zurückkriechen musste, nachdem ich eine über Dover zusammengeschossen hatte. Aber unsere 109er sind in jeder Hinsicht besser. Dank des Geschwindigkeitsvorteils können wir uns jederzeit absetzen, wenn es denn nötig sein sollte. Heute Morgen helfen wir den Stukas und Bodentruppen aus, wenn sie versuchen, eine Bresche in die alliierte Verteidigung zu schlagen. Mit unserer Luftüberlegenheit schaffen wir es vielleicht, dem Afrika-Korps den Weg frei zu machen. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen in Afrika hier bei der Einsatzbesprechung am 30. Mai 1941. Es ist 8.30 Uhr morgens. Ich hoffe, ihr habt euch die vorangegangene Mission, die mittlerweile seit einem Jahr schon auf B-Seiten Gaming zu sehen ist, aber dieses Let's Play, ist irgendwie eingeschlafen. Ich weiß heute gar nicht mehr, wieso. Ich hoffe, ihr habt euch diese Folge angeschaut. Wenn nicht, verlinke ich euch das Video mal in der Videobeschreibung. Ansonsten findet ihr das Video zur ersten Mission auch bei den Empfehlungen dieses Kanals. Denn eine Empfehlung ist es, sowohl dieses Let's Play ist eine Empfehlung von mir, als auch das Spiel selbst. Ich habe einfach nochmal festgestellt, es ist einfach die beste Flight Sim zum Zweiten Weltkrieg aktuell am Markt. Einfach, weil das Setting auch so großartig ist. Ja, ihr könnt die Luftschlacht um England spielen und ihr könnt Afrika spielen. Und in unserem Fall jetzt sogar das 27. Jagdgeschwader, was zu den besten und erfolgreichsten, ich glaube, es ist sogar das erfolgreichste Jagdgeschwader des Zweiten Weltkriegs. Wir fliegen in der ersten Gruppe. Kurz mal zum Einstieg ein paar Fakten hier zum Jagdgeschwader 27. Es wurde bei der Aufstellung gehört, es dem Luftkreis Kommando 2 an, deswegen auch die 27. Also ich glaube ab 26 oder so gehören die Geschwader zum Luftkreis Kommando 2, wenn mich nicht alles täuscht. Gerne korrigiert mich oder ergänzt mich da natürlich, da freue ich mich immer sehr. Adolf Galland, einer der berühmtesten Piloten, einer der schillerndsten Persönlichkeiten, ist wohl Hans-Joachim Marseille. Zudem habt ihr ein paar Infos bereits in der Vorschau oder im Intro zu der letzten Folge gesehen.
Aber es seien auch andere Piloten, Wilhelm Balthasar zum Beispiel zu nennen, der war nach Werner Mölders, der sollte auch ein Begriff sein, Werner Mölders auch einer der ganz, ganz frühen, sehr erfolgreichen Jagdflieger der deutschen Jagdwaffe und ein Idol der deutschen Jugend, besonders natürlich der Luftwaffen-Hitler-Jugend. Also eine Person, der man nacheifern wollte als junger Pimpf seiner Zeit. Und Werner Mölders war der Erste, der das Ritterkreuz verliehen bekommen hat, also der Erste der Luftwaffe. Und Wilhelm Balthasar dann mit 23 Abschüssen im Westfeldzug dann der zweite Jagdflieger, der mit dieser hohen Auszeichnung ausgezeichnet wurde. Das Jagdgeschwader 27 war bereits am Westfeldzug beteiligt, also beim Angriff auf Frankreich über Polen und Belgien, über Holland und Belgien. Das war auch der Luftraum, wo die Kameraden eingesetzt wurden. Also die sollten hier gegen die Armee de l'Air, so heißt es bei den Franzosen, die Luftwaffe, oder heißt es Force de l'Air, ich weiß nicht, nee, Armee de l'Air, oder? Ist die Luftwaffe. Die sollten da eben die Luftüberlegenheit sicherstellen. Unter anderem haben sie einen alliierten Angriff auf eine Brücke abgewehrt, wo die deutschen Lanzer sehr verwundbar waren. Und ja, das Geschwader hat bereits im Westfeldzug eben mit dem genannten Wilhelm Balthasar mit 23 Abschüssen, aber auch Adolf Galland, der spätere General der Jagdflieger, hatte bereits 12 Abschüsse, aber auch Gerhard Hormuth sei zu nennen mit 9 und Ludwig Franzisket mit ebenfalls 9 Abschüssen. Das sind schon mal beeindruckende Zahlen. Man bedenke, dass bei den Amis zum Beispiel Jagdflieger bereits mit 5 Abschüssen als Ass galten. Und ja, glaube ich, sogar schon nach 25 Missionen dann ab nach Hause sind. Ja, es ging dann weiter an den Kanal nach England. Da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, das können wir an einer anderen Stelle mal besprechen. Und dann ging es auch auf den Balkan. Nach Rumänien, meine ich. Dann weiter nach Griechenland, Athen. In Griechenland selber wurde dann die 4. Gruppe aufgestellt. Und dann ging es an die Ostfront. Wir gehören nun zur ersten Gruppe des Jagdgeschwaders. Aber ich will, bevor ich jetzt hier fliegen drücke, einfach nochmal hier kurz was zur taktischen Lage sagen und dann sage ich nochmal was zur ersten Gruppe und dessen Ursprung. Ja, wir haben 8.30 Uhr, hatte das bereits erwähnt. Wetter haben wir leichte Bewölkung auf 700 Meter, eine Windgeschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde aus Nordost. Die taktische Lage: 2 Züge Panzergrenadiere werden mit Panzerunterstützung versuchen, die alliierte Stellung in L13, das sehen wir gleich noch auf der Map, wo L13 ist, auszuheben. Zuvor wird die zweite Gruppe des Stuka-Geschwaders 3 oder heißt es Sturzkampfgeschwader oder nur Sturzgeschwader? Ich würde jetzt mal, es kann sogar sein, ne? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten, falls ihr da ein bisschen sicherer seid. Ich glaube, es ist Stuka-Geschwader, oder? Einen Vorbereitungsangriff führen. Einsatzbefehl: Eskortieren Sie die Stukas des zweiten Stuka-Geschwaders 3 bei ihrem Angriff auf die alliierte Stellung. Ausführung: Nach dem Start dann steigen auf 4000 Metern und Jagdschutz für die Stukas geben. Sie fliegen mit 290 km/h. Schützen Sie sie bis sie nach Gazala zurückkehren. Gazala ist der Flugplatz, wo wir stationiert sind, wo übrigens was quasi der erste Stützpunkt der ersten Gruppe dann war nach der Ankunft in Nordafrika. Ihr oberstes Ziel ist es, sich selbst und ihre Maschine heil zurückzubringen. Das ist übrigens immer das oberste Ziel. Nicht nur in der Realität, sondern das solltet ihr auch hier vor eurem Computer am Joystick beherzen. Also für alle, die noch nicht so erfahren sind, was solche Simulationen angeht, vergesst, dass ihr Gamer seid und stellt euch vor, ihr seid ein Jagdflieger, der Frau und Kinder zu Hause hat, der Spaß am Leben hat. Ihr möchtet heil nach Hause kommen. Das ist das oberste Ziel bei so einem Spiel.
Denn nur, wenn ihr heil nach Hause kommt, könnt ihr den Gegner auch an einem anderen Tag bekämpfen. Und nur so bekommt ihr Abschüsse, ne? Also es bringt gar nichts, hier killgeil zu werden und dann seine Sechs zu vergessen oder seinem Flügelmann nicht zu helfen oder so und dann im Dreck zu landen, ne? Also vergesst, dass ihr Gamer seid. Das ist wirklich wichtig halt, weil Gamer neigen immer dazu, so killgeil zu werden. Das ist übrigens auch bei Taktik-Shootern so, ne? Das finde ich, macht den Reiz dieser Spiele auch so aus. Als nächstes müssen sie das Leben und die Flugzeuge ihrer Kameraden schützen. Erst danach kommt der Schutz der Stukas. Das ist ein sehr interessanter Gesichtspunkt, dem Göring zum Beispiel zuwidergehandelt hat bei der Luftschlacht um England. Also er hat von seiner Jagdwaffe erwartet, da Leib und Leben zu riskieren, um den Einsatz der Bomber sicherzustellen. Was man ein bisschen vergisst, ist halt, wenn man so Jagdflieger verheizt, dann fliegen halt irgendwann Bomber ohne Jagdschutz und das hilft den Bombern halt auch nicht, ne? Also Eigenschutz ist hier eben oberstes Gebot. Geht's jetzt schon los? Ich hoffe doch, wir kommen nochmal hier. Ja, genau, super. Okay, ach, ich hätte den Text auch hier vorlesen können. So, Spielerflugzeug. Wir haben die Nummer 5 hinten. Nummer 5, weil wir der Führer des zweiten Schwarms sind. Ein Schwarm besteht aus 4 Maschinen. Das heißt, Nummer 1 bis 4 sind dann der erste Schwarm und 5 bis 8 ist der zweite Schwarm. Ja, das wird alles akkurat hier richtig wiedergegeben. Allerdings die Hecknummer musste ich hier selber angeben. Das ist eine große Stärke dieses Spiels. So, jetzt schauen wir uns mal das Wappen oder das Symbol, ich nenne es jetzt einfach mal Wappen. Das ist nicht vom Jagdgeschwader 27. Das Jagdgeschwader 27 hat, wenn ich mich recht entsinne, ein Schild sozusagen. Als stellt euch ein mittelalterliches Schild eines Ritters vor. Weiß mit einer schwarzen Umrandung. Vielleicht blende ich es jetzt auch einfach mal ein. Mit einem schwarzen Kreuz und drei Silhouetten von BF-109, die in einer V-Formulation fliegen. Und das, was ihr hier seht, ist das Symbol, das Wappen der ersten Gruppe. Die erste Gruppe seht ihr hier, das ist die Römisch 1, Jagdgeschwader 27. Also die Geschwader selbst haben arabische Zahlen und wie gesagt, eben die Nummer hier geht. Ist eine Folge der Aufstellung, an welchem Ort das Geschwader aufgestellt wurde, ja. Das Reich war in Luftkreiskommandos unterteilt und je nachdem, wo das Geschwader aufgestellt wurde, wurde es eben dem Luftkreiskommando zugeordnet, Luftkreiskommando 2. Daraus folgt dann eben 20er Nummern. Die römischen Zahlen bezeichnen die Gruppen, die jeweils aus 4 Schwärmen bestehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und jeder Schwarm besteht aus 2 Rotten, ein Schwarm, 4 Maschinen. Und besteht aus 2 Rotten und wir sind eben der Schwarmführer des zweiten Schwarms und gleichzeitig natürlich Rottenführer der ersten Rotte des zweiten Schwarms. Kurz nochmal zur Führungsstruktur der deutschen Jagdwaffe. Also Geschwader wurden von einem Kommodore befehligt. Also es ist nicht alles immer ein Kommandant, ein Kommandeur, sondern je nachdem, was hier befehligt wird, erkennt ihr schon an der Vokabel sozusagen, was er befehligt hat. Ja, also ein Kommodore befehligt eben ein ganzes Geschwader, ist in der Regel ein Oberstleutnant, wenn ich mich recht entsinne. Und die Gruppe dann ein Kommandeur und das ist ein Hauptmann. Der Hauptmann der ersten Gruppe bei Entstehung, jetzt muss ich gerade mal auf meinem Spickzettel
schauen, das ist Helmut Riegel. Der hat am 1. Oktober 1939, da wurde das Geschwader aufgestellt, die erste Gruppe übernommen. Und Helmut Riegel, Hauptmann Helmut Riegel, war aus Deutsch-Südwestafrika. Ja, da kam der her, der ist in den Kolonien aufgewachsen. So, und ihr seht hier, witzigerweise, den afrikanischen Kontinent. Und das ist nicht, weil das Jagdgeschwader 27, beziehungsweise die erste Gruppe des Jagdgeschwader 27 hier Teil des Afrika-Korps war, der afrikanische Kontinent. Und hier seht ihr eine Raubkatze. Ich vermute mal, es ist ein Leopard. Und hier ist auch noch irgendwie so ein Gesicht. Weiß nicht, ob das ein Wildschwein ist oder irgendwie sowas. Hier sieht man so Hörner und eine rote Nase. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht weiß das jemand, sondern das ist der afrikanische Kontinent, weil der Kommandeur der ersten Gruppe eben aus Afrika kam, nämlich aus Deutsch-Südwestafrika. Das ist doch ein ganz interessanter Fakt und ich würde sagen, damit machen wir mal weiter und es wird bei jeder Folge immer mal wieder solche Infos geben. So, jetzt feuchte ich meinen Mund noch ein bisschen an durch das ganze Reden. Ist ja ein bisschen trocken geworden. So, achso, wir gucken uns die Karte nochmal an. Also, wir sind in Gazala stationiert, wie gesagt. Nachdem das Jagdgeschwader 27 bei der Operation Barbarossa eingesetzt wurde, ich weiß jetzt gerade nicht genau, welche Heeresgruppe, das kann gerne auch mal jemand posten, und wo genau die da eingesetzt wurden, aber dazu werde ich dann auch nochmal was sagen. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen was über den Westfeldzug, aber wir werden dann noch was über den Balkanfeldzug und so und wer sich da hervorgetan hat. Das kommt alles nach und nach mit jeder Mission, werden wir hier das Bild um dieses berühmte, wenn nicht sogar das berühmteste oder eines der berühmtesten Jagdgeschwader hier der deutschen Luftwaffe und damit auch des Zweiten Weltkriegs, denn ich glaube, die deutsche Luftwaffe hat um ein Vielfaches mehr hervorgetan als andere Luftwaffen dieser Zeit. Aber das lag einfach an der Masse der Gegner, muss man auch dazu sagen. Ja, dann wurde die erste Gruppe nach Nordafrika verlegt. Es war so, dass die Desert Air Force, glaube ich, so heißt die Luftwaffe der Alliierten bzw. der Briten da, die hatten ziemlich leichtes Spiel mit ihren Hurricanes MK2 gegen die italienische Luftwaffe. Die italienischen Flugzeuge waren so, ich weiß gar nicht, was das für Hobel sind, waren den Maschinen hoffnungslos unterlegen und von daher bei Ankunft im April allerdings, wir sind mittlerweile schon im Mai, der ersten Gruppe des Jagdgeschwaders 27, haben die sieggewohnten Briten hier das Fürchten gelernt und nur die erste Gruppe hat die Situation der Luftüberlegenheit in Nordafrika im Kampfraum Tobruk komplett auf den Kopf gedreht. Ne? Also die Luftüberlegenheit der Alliierten war Geschichte mit der Ankunft unserer Gruppe. Und das sollte uns doch ein bisschen mit Stolz erfüllen. Im September kommt dann die zweite Gruppe und ich glaube auch Ende September werden wir mit der neuen Friedrich ausgestattet. Wir fliegen nach wie vor noch die Emil 7, auch die Emil, ein sehr gutes Jagdflugzeug und wir sind hier den Hurricanes noch überlegen. Das wird sich auch ändern. Dann werden die ersten Spitfires hier am Himmel über Afrika auch auftauchen. Meine Güte. Es ist manchmal ein bisschen komisch, weil ich habe ja einen Kopfhörer auf und der tut den Schall sehr gut isolieren. Also man sitzt hier immer in so einer Blase, während man redet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, manchmal entstehen dadurch irgendwelche Sprachfehler. Seht's mir bitte nach. Ist vielleicht die Aufregung hier vor dem Gefecht. Abheben in Gazala und zwar Gazala Nummer 3. Ich weiß nicht, warum hier Lehrgruppe 152 steht. Oder ist es... Keine Ahnung. Wir starten, was schätze mal, hier nach Nordwesten und machen dann gleich eine leichte Linkskurve. Und bin mal gespannt, ob wir dann die Bomber, die wir begleiten sollen, hier dann schon sehen. Steigen dann auf 4000 Meter, nehmen Kurs, schätze mal 100 Grad, 110 Grad, 100 Grad, so irgendwas dazwischen. Und fliegen hier an die HKL östlich Sidi Mohammed.
Da ist so eine kleine Burg. Ich gucke mal, ob wir uns das als Landmarke merken können. Hier macht die Straße auch einen, so eine Wölbung nach unten und dann eben hier mit Blick auf den Flugplatz Tobruk Nummer 5, Tobruk Nummer 3. Hafen und Stadt Tobruk hier. Tobruk natürlich ein neuralgischer Punkt, den es gilt zu erobern, einfach um den Vormarsch weiter Richtung Ägypten frei zu machen und vor allen Dingen die Nachschublinien dramatisch zu verkürzen. So, dann nochmal herzlich willkommen hier auf dem Feldflugplatz Gazala in Nordafrika. Wir befinden uns westlich der Hafenfestung Tobruk. Ich muss gerade mal ein bisschen leiser hier auf dem Kopfhörer machen. Und wir haben jetzt Starterlaubnis. Und da würde ich mal sagen, Rakete, Rakete. Lass die Maschine mal vorsichtig anlaufen. Lösen die Bremsen und geben Schub. Bisschen Seitenruder nach links, um hier die Fliehkräfte des Propellers zu kompensieren und vollen Schub. Ganz schön hoppelig hier die Piste. Nur den Stick ein bisschen nach vorne und jetzt leicht nach hinten. Und damit sind wir airborne. Fahrwerk ein, Schub zurück, um den Motor hier nicht zu überfordern. Oh, ein bisschen schwanzlastiger trimmen können wir sie noch. Und ich arretiere mal eben mein Headtracker, dass das nicht ganz so unruhig ist, während ich mich hier noch ein bisschen sortiere im Cockpit. Flugzeug voraus, wir haben Starterlaubnis, so Headtracker mache ich wieder an. Und gucke hier meinen Kameraden zu beim Abheben. Wir fliegen gerade 250 km/h, drehen hier über eine Lisa eine Platzrunde und geben somit unseren Jagdfliegerkameraden die Gelegenheit, sich hier sauber einzusortieren. Ein paar 109er sind schon in der Luft, möchte ich meinen. Ich weiß nicht, ob die jetzt dann gleich zu uns stoßen oder ob das ein eigenständiger Schwarm ist. Wir machen mal die Visierbeleuchtung an. Ich vermute mal, hier aus der Richtung, in die ich gerade schaue, müssten dann auch die U-87 einfliegen. Da sehen wir einen weiteren Schwarm 109er. Also es sind zwei Rotten. Wir müssten hier lirum larum zwei Schwärme sogar zu unserer Verfügung haben. Was heißt zu unserer Verfügung, aber die mit uns fliegen. So, ich werde jetzt weiter über eine Lisa drehen auf Kurs 110. Steige so mit 280-300 km/h auf ca. 3000 Meter. Und dann harren wir der Dinge, die da kommen. Wow, der kommt ganz schön heiß rein. Aber wir haben ja gute, erfahrene Piloten, die sich ihre Lorbeeren schon im Frankreich-Feldzug in der Luftschlacht um England auf dem Balkan, Kampf um Kreta, Athen und auch Einsätze über Malta geflogen sind. Malta halte ich tatsächlich für einen schweren operativen Fehler, dass die Wehrmacht Malta nicht versucht hat zu erobern. Malta hat den Seestreitkräften im Mittelmeerraum große Probleme bereitet. Ist quasi wie ein stationärer Flugzeugträger mitten im Mittelmeer. Und konnte halt hier so hervorragend die Nachschublieferung nach, ich glaube Mazar Matruk war es dann, später dann auch Tobruk, unterbinden. Ne? Und gerade im späteren Verlauf des Afrika-Feldzuges haben die Lanzer hier in Afrika das dann doch deutlich zu spüren bekommen. Wir haben eine Flughöhe gleich von 2000 Meter und da hinten sehe ich auch schon unsere dicken Freunde. Naja, so dick sind sie nicht, aber ein bisschen dicker als wir. Vor allen Dingen sind sie behäbig. Und wir drehen jetzt hier über eine Lisa
Wir sind da nicht ganz auf Kurs. Ich vermute auch mal, dass die Bomber nicht parallel zur Küste hier fliegen. Von daher drehen wir jetzt weiter über eine Lisa. Ich gebe ein bisschen mehr Schub. Und die kommen doch jetzt schnell näher. Also sollten wir uns jetzt ganz elegant hier auf der rechten Flanke sozusagen von unseren Bomber- oder Sturzkampfbomber-Kameraden hier einsortieren. So, da müssen wir ein bisschen mehr G ziehen. Und da sehen wir die Führungsrotte organisiert hier. Die Stuka-Geschwader in Rotten von jeweils drei Fliegern, die dann immer gemeinsam auf das Ziel herabstürzen. So, wir gehen jetzt auf die rechte Seite. Ja, Einflug der Feindjäger zu erwarten natürlich aus dem Kessel von Tobruk. Beziehungsweise Kessel kann man, glaube ich, gar nicht so richtig sagen. Die königliche Marine hat hier natürlich mit Leibeskräften versucht, ihre Kameraden von der Royal Army hier zu unterstützen. Desert Reds, 8. Armee der britischen Landstreitkräfte, die hier Tobruk halten. Müsste ich jetzt lügen, es sind glaube ich so 20.000 Mann oder so sogar, ne? Die hier vor Ort sind. So, wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Meine Damen und Herren, Sie können sich jetzt abschnallen und unsere schicken Damen werden Ihnen jetzt einige Erfrischungsgetränke, Snacks und dann später Chicken oder die Pasta servieren, je nachdem, was Sie gerne wünschen. Sie können auch gerne eine Tageszeitung hier bestellen oder einen Whisky bestellen. Und achten Sie bitte auf die Anschnallzeichen. So, ich muss mal ein bisschen besser trimmen, weil wir steigen hier noch weiter. Unsere Kameraden müssten jetzt hier rechts gleich unter uns durchkommen. So, schöner Formationsflug hier. Dann drehen wir mal ein. Na, wo seid ihr? Nanu. Naja, die werden ja nicht weg sein. Die fliegen mit zwei. Wir sind auch ganz schön schnell, aber das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir uns ein bisschen vor die setzen. Trotzdem ein bisschen Schub wegnehmen. Da unten sind sie. Ja, wir sind quasi auf Kurs. Die HKL, also die Hauptkampflinie, müssten wir in Form dieser kleinen Obstacles da sehen. Also da hätten die Entwickler ruhig ein bisschen in die Trickkiste greifen können und ruhig hier ein paar Stellungen händisch einzeichnen, anstatt hier so generische Objekte zu platzieren. Das finde ich ein bisschen schade. Und vielleicht nochmal kurz in die Außenansicht hier gehen von der 109. Ich möchte mir gerade nochmal mit euch die Silhouette angucken. Kann man hier, ja, mal ein bisschen rauszoomen. Also wir haben hier einen sehr schlanken Rumpf. Auch die Flügel und auch der Rumpf von oben ist sehr, sehr schlank. Von hinten sehen wir zwei Luftkühler. Die Hurricane hat einen Luftkühler und der Rumpf ist wesentlich gedrungener. Auf den gehen wir jetzt nicht hier. Und wir haben jetzt hier Feindkontakt. Das war ein Flak-Splitter, glaube ich. Das ist Flak-Gedöns. So, nicht zu viel G-Ziehen, dass wir hier nicht zu viel Geschwindigkeit verbrennen, nicht zu viel Energie verbrennen und mehr Gas geben. Bisschen höher halten. Da sind unsere Bomber. Na, ich habe jetzt hier ein bisschen mich schlecht positioniert. Naja, schlecht ist jetzt auch ein bisschen. Wie gesagt, das ist eine Hurricane, die da. Aber da kommen wir nicht ran. Was ist das? Das ist eine Hurricane. Die nehmen wir. Gucken wir, dass wir hier schön mit
Energieüberschuss, Rand gehen, Trümmung. Nee, das ist eine 109. Das ist eine 109. Fuck. Da ist aber eine Hurricane. Oh. Da hat mich einer aufs Korn genommen. Nee. Dachte da vielleicht ein Deflection Shot zu erhaschen. Na. So, den nehme ich. Den kürzen wir ab. Da fliegen. Na, der dreht jetzt hoch, okay. Der ist immer noch hinter mir, ne? Empfänger. Boah, ich muss das alles noch. Brauche Hilfe. Oh. Nee, das ist eine 109. Der hält mir den Rücken frei. Auch eine 109, oder? Oh, das ist ganz schön wuselig hier. Das ist auf jeden Fall eine Hurricane. Den Kameraden meine ich hier, ja. Da drehen wir jetzt immer eine Fassrolle ein. Achtung, Trick 17. Entgegengesetzte Richtung drehen. Ja, jetzt hat er auch gedreht, aber nicht so schlimm. Gas weg. So. Und Vollgas. So, und da haben wir uns doch ganz gut. Fliegen ein bisschen Lag Pursuit. Das heißt, wir tun die Nase hinter ihnen setzen. Haben wir eine 6. So, machen Notleistung an. In der Hoffnung hier, die Hurricane, die hinter uns ist, abzuschütteln. Ah, okay, der ist da dran. Ja, sehr gut. Hat ihn. Dann können wir uns ein bisschen entspannen und mal gucken. Ah ja. Das Flakfeuer. Ja, was ist das denn? 109. Naja, das ist eine Messerschmitt. Ah, ja, gehen wir mal wieder hier. Und ein bisschen aufs Gas achten. Ein bisschen Energie auf. Boah, wir haben. Was ist das denn hier? Wir kennen es nicht. Das ist glaube ich unser Wingman. Das ist eine Hurricane. Glaubt, die Messerschmitts sind auch blau. Und die Hurricanes weiß, wenn mich nicht alles täuscht. Wie viel Speed haben wir? Ja, ein bisschen langsam. Ah, nicht so gut. Da jetzt reinzusteigen. Wir lauern mal hier unten. Gucken mal irgendwie hier das zu antizipieren, wo der hin will. Als Jagdflieger muss man immer in der Zukunft leben. Ah, nicht so schlecht. Der hat jetzt mehr Energie als wir. Aber der kurvt schön nach unten. Jetzt weg. Ich drück mal die Nase ein bisschen an. Gucken mal nach hinten. Sieht man eh nicht viel, ne? Ah, da können wir uns vielleicht ranpillen. Na, es ist. Ja, ist schon wieder eine 109. Verflucht. Ah, da gibt ganz schön was ab hier, ey. Boah. Not in my house, ey. Wie sieht's aus? Haben wir viel abgekriegt? Scheint noch alles ganz gut zu sein. Steigen wir über links weg. Die 109, die steigt besser über links. Aufgrund der Fliehkräfte des Motors. So, Gas weg. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen Höhe machen hier, bevor wir uns da wieder in das Gewusel schweißen. Das ist immer, sag ich mal, in wirklich in so einem Westennest rumzuf-
liegen. Kann's nicht sagen, ne? Glaube eine 109. Das ist eine. Das ist aber eine Hurricane. Der hat gerade eine andere 109 auf dem Kicker. Und was ihr euch abgewöhnen müsst, ist immer versuchen, die Nase permanent auf den Gegner zu richten, sondern ihr müsst dahin, wo er gleich sein wird, ne? So, ein bisschen mit dem MG genervt. Na, Manöverkill? Nee, leider nicht. So, Fassrolle. Also, gegengesetzte Richtung rollen. Gucken wir mal. Ob wir gut rauskommen. Oh. Und andrücken, die Nase andrücken. Scheiße, ey. Läuft nicht so gut alles im Allem. Ah, da geht eine 109. Scheiße. Ich bin auch noch nicht in irgendeine gute Schussposition gekommen, ne? Ah ja. Nee, 109. Muss ich irgendwie sagen, ihr sollt doch angreifen oder was? Oder Empfänger, Schwarm, 5. Müssen wir das mal, diese Kombos merken, dann diese Zahlenfolgen. Was bist du? Ah, das sieht gut aus. Seht ihr, da sind keine Luftkühler unterm Flügel, sondern unterm Rumpf. Wenn ihr den trefft, dann ist das ein Abschuss. Ja, sehr schön, der hat uns nicht gesehen. So, trim. Trim, 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 trim. Ja, trim. Oh, Notleistung an. Oh, ein bisschen runter, bis der sich sieht. Hartmann, der hat alle seine Abschüsse von unten gemacht. Ja, so, an den Gegner ran. Pirschen und dann kurz vorher hochziehen. Dann ist das ein Kill. In der Theorie natürlich, ne? Wenn er den Ölkühler trefft, wie gesagt, dann... Ah, jetzt hat er uns gesehen. Ja. Ach, der Sack. Ah, da gehen wir nicht mit. Bleib lieber hier oben. Guck mal, siehst du, hättest du mir den mal gelassen, du Vogel, ey. Das war die Hurricane. Oh, er dreht jetzt auch hier ein. Da müssen wir was machen. Sonst haben wir eine 6. Ist ein Head-on, ne? Okay. Ah, scheiße. Mann, ey, den hätte ich gut abschießen können, hätte der da nicht den nervös gemacht. Naja, aber zweiter Versuch. So, ein bisschen Seitenruder geben. So, Notleistung an. Und dann steigen wir jetzt mal in den Rhein. Komm, na, also für den sind wir jetzt unsichtbar. Na komm. Jo, Hammer. So, ein Amtlicher, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Scheiße, und wir haben dabei unsere Maschine kaputt gemacht.
shit. Ah, fuck. So, wir müssen jetzt ab nach Hause. Ab nach Hause. Zumindest über freundliches Territorium. Das war zu viel für den Motor. Ah, da hat man dann nur den Kill im Kopf, ne? Aber wir haben eine ganz gute Höhe. Ja, in der Wüste kann man gut notlanden, also alles gut. So, werden wir ein bisschen Klappen ausfahren. Tja, das war nicht so gut. Na komm, ein bisschen Landeklappen. Die Maschine ein bisschen zu stabilisieren. Na, schade. Mal, wir sind hier über Freund, also eigenem Gebiet, aber ich glaube schon. Wir werden sehen. So, ich würde ja gerne die Kanzel mal aufmachen. Ich weiß leider nicht mehr, wie das geht. Kabinendach. Ah ja. Moin. Jetzt kann ich hier raus. Oh, ich kann hier gar nicht rausgucken. Okay. Naja, ist halt ein bisschen älteres Game, ne? Huch, wie viel Propeller haben wir denn? Hä? Wie sieht das von außen aus? Auch so komisch. Merkwürdig. Okay, jetzt mal konzentrieren. Wir müssen gucken, dass wir schnell bleiben. Dass wir nicht stallen. So, ich mach die Klappen trotzdem jetzt mal. Unter Fahrwerk bleibt natürlich drin. So, ich trimm die nochmal, aber ich denke mal, wir kommen hier entspannt runter. Aber wohl, wir kommen ganz schön schnell runter. Uiuiui. Ja. Da haben wir eigene Maschinen. Ja, dann holt mal die Rettung, würde ich sagen. Wollen wir mal raushüpfen? Geht nicht? Ja, geht immer nicht. Drücken Sie Escape, um Mission zu beenden. So, verlassen. Statistik. Pilotenstatus, okay. Vernichtete Flugzeug. Immerhin haben wir einen Abschuss. Okay, verlorene Schlacht. Naja, gut. Man kann nicht immer gewinnen. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, als Fazit würde ich doch sagen, es ist ausbaufähig. Also ich habe ein paar taktische Fehler gemacht, würde ich sagen, und mich auch in keine guten Angriffspositionen insgesamt manövriert. So sag ich mal, dann so wie ich dann auf die einzelnen Flugzeugbewegungen reagiert habe, glaube ich ganz okay, aber insgesamt habe ich immer eine ziemlich schlechte Position zu diesem Gesamtding irgendwie gehabt und so kam man irgendwie nicht in eine gescheite Schussposition. Dazu kommt einfach auch ein bisschen Pech, dass man ab und zu mal dann der 109er irgendwie vor der Nase hatte und so weiter. Und dann dieser eine Killklau, der aber kein richtiger Klau war. Wir hatten dann ja später nochmal die Möglichkeit, den Kameraden abzuschießen. Aber ein Abschuss, verlorene Schlacht. Es geht trotzdem weiter hier in der Kampagne. Ich hoffe, dir gefällt dieses Let's Play. Lass mir natürlich ein Like, ein Abo, Ideen, Anmerkungen und so weiter. Ich bin der Basti und ich bin hier raus. Ciao, ciao.